Hallo und willkommen zurück zu Castlevania Symphony of the Night. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon unseren ersten Boss gekillt und wir machen natürlich da weiter, wo wir aufgehört haben. Na, die Axt braucht leider relativ viel an Herzen. Das Geld, was wir die ganze Zeit finden, das hat später auch noch eine Relevanz. Werdet ihr dann verstehen, wenn es soweit ist. Müsst ihr sowieso viele Gebiete nochmal abklappern im Nachhinein. Ich meine, weiter oben wäre auch noch was gewesen, aber ich glaube, da kommen wir momentan noch nicht wirklich dran. Da müssen wir, glaube ich, erstmal ein paar der Fähigkeiten kriegen. Ihr seht nämlich, da oben ist auch noch ein bisschen was frei. Da kommen wir aber so jetzt gerade noch nicht dran. Seht ihr ja da hinten schon ein bisschen was. Da wäre man nicht von der anderen Seite aus rangekommen. Aber da kommen wir jetzt aktuell natürlich nicht ran. Okay, in der Mitte war der Speicherraum. Also an Speicherräume soll es nicht mangeln. Schon ganz schön blutig für die Zeit. Muss bedenken, zu der Zeit wurde ja noch bestimmt alles gekillt und auch indiziert. Eine ziemlich coole Waffe. Deswegen nehmen wir die auch. Wir werden aber noch mal erst in den anderen Gang gehen. War ja noch einer. Ihr seht schon, die Speicherräume sind rot markiert, also es sind mehr als genügend. Upsala. Wenn wir noch schnell genug sind. Oder ob es schon weg ist. Ah, schon weg. Schade. Das war jetzt gerade extrem unvorsichtig. Naja, der Stein macht leider nicht allzu viel Schaden, aber. Ja, ich bin heute ein little bit unkonzentriert und unvorsichtig. Okay, wir haben oben den Weg und hier einen Weg nach unten. Castlevania typisch gibt es natürlich auch ein paar Wände, die sich zerstören lassen. Und da bin ich gerade am Schauen. Ich würde sagen, wir machen erstmal den unteren Weg zu, weil wir wissen ja, dass man da von der anderen Seite was erreichen konnte. Eine neue Waffe, Basidat. Ist aber leider deutlich schlechter. Schade. Naja, deutlich um einen Punkt schlechter, aber. Ich denke, ihr kennt den Raum. Das war nämlich der, wo wir nicht hochgekommen sind.
wäre erstmal der Shortcut frei. Und ein neuer Gegenstand. Bisschen Verteidigung. Na gut, die Sonnenbrille sieht man nicht, aber so die Capes und so sieht man dann doch schon einen Unterschied. So. Damit haben wir hier das bisschen abgerast. Deswegen wollte ich ja auch zuerst hin, weil hier ist nämlich nicht so viel. Dann würde ich sagen, gehen wir oben weiter. Also man kann sagen, ungefähr so stark wie ein Schwertschlag mit Steintreffer. Okay, da wäre sogar die Waffe, die hier die Zombies glaube ich sollen darstellen. Unten oder oben? Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben. Naja. Die Waffe hat einen kleinen Haken und zwar ein bisschen sehr unpräzise. Aua. Okay. Rechts geht auf jeden Fall schon mal einen Gang weiter. Na, ich glaube, da ist der Gestreute sogar besser momentan. Viel besser. Eine Potion. Sehr nice. Sollte eigentlich hier soweit clear sein. Gucken wir noch mal kurz auf der anderen Seite, ob da noch irgendwo was ist, was wir übersehen haben. Nö. Okay, dann heißt es weiter. Neues Gebiet. Die Marmorgalerie. Ja, beim alten Castlevania konnte man auch einige Böden einreißen. Aber ich glaube, da braucht man erste Fähigkeit für. Wie bei Metroid ist es so, dass man erst spezielle Fähigkeiten und Gegenstände braucht, um bestimmte Gebiete zu erreichen. Daher auch Metroidvania.
weil es quasi das klassische Castlevania-Spielprinzip verbindet mit Metroid. Okay, jetzt wieder ein Speicherraum. Ich würde sagen, wir gehen erst mal unten lang. Wir behalten natürlich das heilige Wasser. Okay, da ist nichts zu machen momentan. Ah, ich glaube, hier unten ist ein bisschen weitläufiger. Jo. Wir gehen erstmal oben weiter. Hier unten scheint ein bisschen sehr weitläufig zu sein. Wie gesagt, ich habe das Spiel zwar schon mal durchgespielt, aber das ist mittlerweile so viele Jahre her. Daher werde ich auch nicht mehr alles wissen. Ah, die Freeman. Wer sie noch kennt. Die waren auch schon in alten Castlevania-Spielen wie Castlevania 4 drin. Wait a moment. You seem human, and yet, what do you here? I've come to destroy this castle. Then we have the same purpose. I'll trust you for now. I'm Maria. Who are you? Alucard. Not the talkative type, I can see. Well, perhaps we'll meet again, if you live that long. Farewell. Aufmerksame Zuschauer werden bemerkt haben, dass Maria das Kind ist vom Anfang mit dem Victor Belmont. Okay, also da oben ist auf jeden Fall ein weiterführendes Gebiet, das heißt, wir werden auf jeden Fall hier erst also mal auf der Seite weiterschauen. Weil es hier aber weitläufiger ist. Da oben geht es definitiv weiter. Das sieht man ja anhand der Sequenz schon. Na, da oben sind auch noch Gegenstände, wie ihr gerade schon gesehen habt. Da kommen wir aber so noch nicht dran. Heute aber ungeschickt. Auch da kommen wir noch nicht dran. Natürlich jeden Gegner mit, weil wir auch die Erfahrungspunkte brauchen. Na, schade. Oh, ich ein bisschen tricksen, aber kommt leider nicht so weit wie gedacht. So war es eigentlich gedacht. Spirit Orb. Wir haben auch noch MP. Ah, shows enemy damage. Ah, okay. Das ist wieder ein Relic. Auf jeden Fall werdet ihr mit dem Projekt bestimmt noch eine Menge Freude haben, weil es ist sehr, sehr umfangreich. Wir werden natürlich versuchen, beide Schlösser zu kriegen. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jetzt wieder hinkriege, weil das ist schon sehr lange her.
Weil es gibt quasi zwei Castlevania-Schlösser. Und das andere ist halt nur auf, ich sag mal, bestimmten Wegen zu erreichen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das noch alles so weiß, dass wir das hinkriegen direkt. Ich versuche natürlich mein Bestes. Im Zweifelsfall lese ich nochmal nach. Ich habe das Spiel ja selber schon ein paar Mal durchgespielt. Sehen wir mal, dass das ganz gut Damage macht, was wir ihm immer so an den Kopf knallen am Feuer. Aktuell macht unser Schwert einen Schaden von 12 und das heilige Wasser macht an denen hier 20 Schaden. Also ihr seht schon, das ist mega umfangreich, das Spiel, vor allen Dingen da auch das Schloss. Es sind so viele Stellen, die man nach und nachhinein noch abgrasen müssen. Die kennt man ja auch hier aus Castlevania 4. Klein und nervig. Das ist an sich eine Stelle, wo man gut Level farmen kann, aber... Naja, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt ewig lange ein XP farmen. Wir bleiben immer noch beim heiligen Wasser. Das war mehr Schaden over time. Genau deswegen. Das macht verdammt viel Schaden, also gegen die meisten Gegner ist das wirklich die beste Waffe hier. Wir betreten ein neues Gebiet. Na, ja, neues altes Gebiet. Okay. Schauen wir mal, wo wir hier landen. Oh. Wir müssen gleich sogar mal eine Heilpotion einschmeißen. Ah, okay, ich weiß wieder, wo wir sind. Relativ am Anfang sogar. Es war ein bisschen schade, dass wir jetzt die Heilpotion verschwendet haben, aber wir kriegen später noch jede Menge davon. Die Gegner waren hier anfangs nämlich auch nicht. So, wir haben unten den Weg und wir haben rechts noch weiter den Weg nach oben entlang. Da. Na, da rechts war noch ein weiterer Weg, wo wir noch nicht waren. Da müssen wir mal gucken, ob wir den Sprung auf die Reihe kriegen. Aber das kriegen wir schon hin. Na. Ich glaube, es ist vielleicht sinniger, sich nach links fallen zu lassen und von da aus dann versuchen, rüber zu springen.
Kann auch sein, dass wir erst da später hinkommen, wenn wir die andere Fähigkeit haben. Aber ihr müsst ja immer bedenken, wir haben noch einige Fähigkeiten, die wir nicht haben. Ah, ja. Ah, knapp, 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 knapp. Da muss ich aber wirklich in allerletzten Moment abspringen, wenn das klappen soll. Entweder Pixel Perfect Jump oder mit der Fähigkeit später dann dahin. War eine Sekunde zu spät gedrückt. Na, ich glaube, da kommt man echt nur mit der Fähigkeit rüber. Schade. Gut, das heißt, wir werden wieder den Weg zurücklatschen und dann rechts oben weitermachen. Unten haben wir zwar auch noch nicht alles erledigt, aber da kommen wir jetzt auch noch nicht hin. So, jetzt nicht weiter. Ja, Blödsinn. Die Richtung ist kürzer. Gucken wir mal, wie viel wir erreichen in der Zeit, zeitlich. Ob wir den Dicken nochmal killen müssen oder ob das ein einmaliger Gegner war. Nee, kein einmaliger Gegner, aber ihr seht schon, das heilige Wasser ist hier total overpowered. Wenn ihr das dann stapelt, dann kriegen die Gegner so extrem Damage ab, das ist schon nicht mehr feierlich. Wir werden auf jeden Fall eine Menge holen können, sobald wir unseren ersten Händler haben. Ein Bumerang. Aua. Der Bumerang war auch eher so eine Zweitwaffe. Ja, das ist einfach eine Wurfwaffe. Ach ja. Na, sind wir auch gleich an der Stelle, wo wir Maria das erste Mal begegnet sind. Die habe ich jetzt nicht kommen sehen. Smart Potion. Okay. Gucken wir mal, was haben wir denn alles Schönes bekommen? Okay, also erhöht Intelligenz und Defense haben wir einmal als Potion. Ist uns momentan ja noch nicht ganz so relevant. Aua.
es wird langsam Zeit, dass wir uns mal ein bisschen heilen. Das können wir auch bei Speicherpunkten. Sorry, wenn ich ja teilweise ein bisschen still werde. Ein bisschen Konzentration und so. Gucken wir mal, wo müssen wir lang? Weiter nach oben. Sag mal, wenn Castlevania gut ankommt, überlege ich mir auch eventuell mal andere Metroidvanias mal noch. Ich denke mal, Super Metroid werde ich auch noch machen. In erster Linie da auch das eines der Spiele, die ist, die ich sehr, sehr gerne zocke. Und dementsprechend natürlich auch nicht auf meinen Kanal vermissen möchte. Aber momentan ist der Plan einfach so, dass ich erstmal zwei Super Nintendo Spiele parallel laufen lasse. Ein Blazy 1 Spiel. Ark ist ja auch noch ein Projekt, was noch läuft. Da muss ich mal schauen, wann ich das weitermachen kann. Zumal ich auch noch irgendwie ein bisschen den Stream-Kanal am Leben halten will. Nur in letzter Zeit kam ich überhaupt nicht zum Streamen. Klein und nervig. So. Ihr seht, die Uhr bewegt sich. Das wird auch später noch relevant. Weißt du was, wissen nach gibt es dann später auch ein Item, wo man uns nicht die Namen anzeigen lassen kann, der Gegner. Ja, den Stein lassen wir mal, so schön wie der auch ist. Aber es ist nicht annähernd so effektiv wie unsere, sag mal, Geheimwaffe. Na. Na, da komme ich doch nicht hoch. Meines Wissens nach müsste nämlich auch noch was sein. Das Schild hat tatsächlich sogar einen Nutzen. Ja, das ist die berühmte Uhr. Verdammt gut, aber... Dann ist die etwas stärkere Variante. Die Bibel, die ist nämlich auch verdammt gut. Okay, wir haben jetzt einmal rechts den weiteren Weg. Da wird es auch weitergehen. Ich würde sagen, wir erkunden erstmal hier den kompletten Raum und dann schauen wir mal, ob wir rechts weitergehen oder ob wir unten lang weitergehen. Autsch. Okay, gehen wir erstmal unten weiter und dann gucken wir mal oben. Achtet mal genau auf den Hintergrund. Ah.
die Seitenwaffe wird hier schon extrem stark. Also es lohnt sich hier auf jeden Fall, Herzen festzuhalten. Vor allen Dingen Räume, wo viele Gegner sind, ist der Buch extrem stark. Oder halt auch gegen so starke Gegner. Also eigentlich starke Gegner. Eieiei, ist das ein langer Gang. Pflänzchen sind ein bisschen nervig. Aua. Mann. Ach, geht doch. Macht zwar keinen Schaden mit den Steinflugen, aber nervig. Okay, der lange Gang wäre damit erledigt. Wir gehen jetzt aber auch erstmal zurück und gehen dann den oberen Gang nochmal lang. Okay, bei denen ist auf jeden Fall ein Schlag mit dem Schwert besser. Autsch. Wollte mich nämlich auf jeden Fall erstmal oben umsehen. Jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was hier unten alles ist. Meines Wissens dann müssen wir aber auch von oben dann hier wieder runterkommen. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir bei oben den Gang nicht noch von der Tür öffnen müssen, damit wir quasi wieder einen Shortcut haben. Okay, die anderen Gegner spawnen anscheinend nicht, nur die komischen Pflanzen. Geld haben wir jetzt auch ganz gut gemacht die ganze Zeit über. Na, den lassen wir aus. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd. Sorry Leute, mag ich versiegelt, da hätte ich eher gucken müssen. Also wir müssen sogar den unten lang gegangen dann. Ist auch wiederum auch nicht schlimm, weil sieht so, wir leveln noch ein bisschen. Und das ist auch gar nicht so verkehrt, da später die Gegner auch sehr stark werden. Hier haben wir gerade was Schönes bekommen, ein Pentagramm. Wir sehen jetzt gleich einmal, was das macht. Manche Gegenstände können wir auch bei den Gegnern nur fahren, wenn man die speziellen Gegner killt. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So, guck mal ein Pentagramm, was macht er das? Das ist auf jeden Fall wie ein Usable. Alle Gegner werden geschadet. Also hat lohnt sich, wenn der Gegner, also der Bildschirm vor der Gegner ist. Okay.
Na, diesmal kommen wir deutlich effektiver durch. Ein Lederschild. Haben wir schon. Das heißt, eins können wir später verkaufen. Wir bleiben natürlich bei der Bibel. So. Ein neues Gebiet. Der äußere Wall. Okay, verkaufbar. Hat keinen Effekt ansonsten. Da kommen wir auch noch nicht ran und da kommen wir noch nicht hoch. Kann man auch das Buch taktisch einsetzen mit dem Schild. Oben dann geht auch noch weiter. Es ist so mega umfangreich. Und weil es so mega umfangreich ist, machen wir auch hier wieder einen Cut und machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania.